Guten Morgen, ihr Lieben, willkommen aus dem Harz. Wir sind heute am Oderteich und das war einst mal die größte Talsperre Deutschlands bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Mittlerweile wird es hier, seit geraumer Zeit wird es hier renaturisiert und wir gehen einmal einen 4,5 Kilometer langen Rundkurs. Und zwar mit Greta und Friedel. Friedel hat die Navigation heute und mit Lisbeth und Pino. Und Lisbeth ist heute unser Wildtierführer. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Wir machen See entlang. Schwänzchen in die Höhe. Wie an der Ente. Mama, Zucker habe ich. Die Strecke hat zwar nur 5 Kilometer und noch nicht mal 4 Kilometer noch was. Die ist so wunderschön. Ich muss hier so viel filmen. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie schön diese Strecke bisher ist. Wir sind, glaube ich, noch nicht mal 500 Meter weit gekommen und nur Fotos über Fotos und Bilder über Bilder. Klasse. Richtig, richtig klasse. Wow. In der An. Kilometer 2, wir sind an der Stempelstelle 217. Schon ein bisschen eher hier, hier waren so viele Leute, deswegen habe ich noch nicht gefilmt. Wir haben schon mit dem Picknick angefangen und ja, müssen jetzt unsere Hefte stempeln. Es ist so wunderschön hier. Der Oderteich, klasse. Also ein richtig toller Rundwanderweg. Der macht so viel Spaß. Es gibt hier so viel zu sehen und es ist immer so ein Vorgeschmack auf das, was passiert hier gerade im Nationalpark. Das, ja, er tatsächlich lebt. Trotz den vielen toten Bäumen kommt so viel
Junges Gemüse, wollte ich gerade sagen. So viele Bäume und Sträucher durch. Das ist der Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Also hier weiß man wirklich, was in Zukunft los sein wird. Total toll. Ja, jetzt erstmal stempeln. Und wer gewinnt? Noch gerade noch niemand. Hä, nein. Hä, hey, das ist aber nicht. Der geht gar nicht mit rein. Da ist das Feld. Okay, es steht wirklich jetzt nur noch. Welche Richtung gerade? Ne? Ja. Okay, dann gehen wir da lang. Nach 4 Kilometern haben wir es wieder geschafft. Wir sind zurück am Bus. Herrlich. Und wie fahrt ihr die Strecke? Super. Die war echt schön, ne? Okay. Eine ganz, außer was? Außer, dass die Spedalon abgehauen ist. Ja, das war natürlich nicht so schön. Und es war nicht so schön, mit Karre da lang zu laufen. Es ist absolut keine Karrenstrecke. Wirklich nicht, wirklich nicht. Weil es war jetzt die zweite hintereinander ohne Karre. Ach so, Kinder, was spenden wir denn heute der Familien- und Kinderarbeit des Hospiz Zelle? 5 Euro. 5 Euro? Ja? Okay, also weitere 5 Euro in den Pott. Super. Also, hat Spaß gemacht. Wie ein Stempel und richtig tolle Tour. Was möchtest du? Ja, du kannst gleich schmusen, kleiner Mann. Der kleine Mann will schmusen. Also, wandern nicht vergessen und immer... Hunger auf den Schlaufen. Schön, dass er dabei war. Bis dann. Tschüss. So, kommt hoch. Wir wollen jetzt mal ein Eis abholen. Wo denn? Weißt du nicht.